Aber heute war auch nochmal so ein Grund, warum ich einfach heute mal spontan den Stream angeworfen habe. Ich habe doch tatsächlich wieder ein Päckchen bekommen von euch irgendwie. Was ist denn das Tolles? Keine Ahnung. Irgendjemand von euch, ich weiß es nicht. Irgendwas habe ich bekommen, ich weiß es nicht. Also Unboxing. Yay! Gucken wir doch mal, was da drin ist. War voll die Überraschung. Ich kann es auch nicht spüren. Was ist das nur? Es ist so ein komisches. Was ist das für ein Keil? Guck mal, ist ja voll der Türstopper. Sind das die? Richtig, das sind Energies, das sieht man ja. Aber was ist das? Halt. Schauen wir doch einfach mal rein. Von wem mag es sein? Schwupps. Mensch, Leute. Voll die Überraschung hier. Was ist das? So sah mein letztes Paket auch aus. Ein Türstopper. Guck mal, ja! Es ist ein Säckchen! Oh, guck mal, lila. Oh, ein lilanes Säckchen. Schön. Jetzt bin ich echt gespannt. Ah, okay, jetzt spüre ich's. Nee, warte mal. Hä? Nee, Moment. Doch, ich habe jetzt einen Verdacht, was es ist. Okay. Mal schauen. Mal schauen. Von wem und was und wieso und überhaupt und sowieso. Hi, aus dem kleinen Otternest. Der kleine Otter hier. Also ich wollte sich mal generell bedanken für die tollen Streams, auch wenn ich nur stille Zuschauerin bin. Ich verkrümel mich dann auch schon wieder. Viel Spaß. Oh, wie süß ist das denn? Von Aura. Was? Ach, wie lieb von dir. Oh, was ist das denn für eine Überraschung? Na, no. Dankeschön. Was ist das denn? Ja. Auch wenn ich nur stille Zuschauer bringe. Naja, du meldest dich doch trotzdem ab und zu im Chat. Das ist doch voll schön. Das freut mich. Dankeschön. Ich glaube, ich weiß auch, was es ist. Ich spüre das schon. Warte mal, wir machen mal auf. Ja. So. Ja. Oh, wie geil. Es ist es auch tatsächlich. Oh, wie gut. Oh, wie cool. Es ist nämlich das Buch Frag Iwata. Ja? Weise Worte von Nintendos legendärem CEO Satoru Iwata. Ja, Satoru Iwata leitete das als CEO und Präsident den wohl bekanntesten Videospiel- und Konsolenhersteller der Welt, Nintendo. Diese Sammlung enthält erstmals die Lehren Iwatas zu vielfältigen Themen. Es geht um Erfolg, Widerstände, Veränderungen und darum, wieso Programmierer niemals Nein sagen sollten. Dieses Buch bietet einen einzigartigen Einblick in die Führungs-, Entwicklungs- und Designphilosophie von Nintendos legendärstem CEO. AKA der beste Mann auf der Welt. Ist so. Das ist ein super geiles Buch. Es ist halt super, super geil. Und da halt auch Iwatas berühmtester Spruch. Auch voll schön. Auf meiner Visitenkarte bin ich ein Firmenchef. In meinem Kopf bin ich ein Spieleentwickler. Aber in meinem Herzen bin ich ein Gamer. Das hat er, glaube ich, mal auf einer E3 gedroppt, oder? Also auf jeden Fall auf der Bühne. Und das ist echt sein berühmtester Spruch. Das ist einfach so schön. Und voll geil. Das Buch ist halt dann, fand ich halt höchst interessant, so von dem, was da so jetzt, ne, auf dem Rücken und überhaupt stand und so. Voll gut. Einfach mal so ein bisschen Einblicke in die Warta quasi. Als Firmenchef und überhaupt. Das ist bestimmt super geil. Aus seinem ersten Auftritt. War es sogar sein erster? Oh, wie gut. Wie gut. So mal. Ah, so sah mein letztes Paket. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Ich hab's mir auch geholt und bin bei der Hälfte. Oh, wie gut. Wie ist es? Ist bestimmt spannend, oder? Du hast es dir dann gleich mitgeholt. Wie cool. Okay, warte. Wirklich. Aura, vielen lieben Dank. Das ist mega lieb von dir. Dankeschön. Was für eine schöne Überraschung. Dankeschön. Boah, wie cool. Und da lese ich die Tage safe mal rein. Auf jeden Fall schon mal. Wie gut. Gerade auch als, ich bin ja auch übelst mit Nintendo aufgewachsen. Gerade also von allen dreien, Microsoft, Sony, Nintendo, liebe ich halt schon Nintendo auch am meisten. Und ich liebe halt sowieso auch so Retrospektiven, ne?
Ich interessiere mich ja hart für Geschichte der also der Videospielgeschichte insgesamt, der Videospielindustrie und so weiter. Und gerade aus den ganzen Aspekten ist das Buch halt einfach voll Pflichtlektüre eigentlich. Für einen Gamer halt. Was soll ich sagen? Supergeil. Dankeschön. Voll gut. Ich finde es mega interessant, allein wenn man sich auch ohne Buch etwas in Iwatas Leben auskennt und noch mehr gedroppt bekommt. Eben, ja! Ist so. Hab auch schon einiges, ich weiß auch irgendwie einiges über Iwata, ja. Paar Interviews damals habe ich auch gelesen von ihm und so. Hat er ja regelmäßig veröffentlicht gehabt, auch auf Nintendo.de und so. Das ist schon immer sehr spannend. Ich freue mich sehr auf das Buch. Voll cool. Wirklich nochmal vielen lieben Dank. Voll lieb von dir. Boah, schön. Cool. Boah, bestimmt voll spannend. Ach, nice. Warte mal, packe ich das jetzt hin? Habe ich hier Platz? Ich habe hier keinen Platz. Hier habe ich Platz. Ach, schön. Wenn man dir die Ocarina kaufen würde, oh oh, spielst du uns dann was vor? Also, ich würde das tatsächlich versuchen, irgendwie was darauf zu lernen. Ja, schon. Wäre halt geil. Ne? Mindestens irgendein Zelda-Lied würde ich drauf lernen wollen. Also, tendenziell. Joa. Spiel Song of Storms. Echt so? Den muss ich eigentlich, ne? Ist so. Im Steinstil, ganz genau. Wahrscheinlich einfach genau den müsste ich eigentlich lernen. Wäre super geil. Ich will aber wieder was senden. Bestell mir den Reiskocher. Uff. Alter, Lucky. Oh Mann. Oh, wie gut. Nom. Okay. Was wollte ich jetzt sagen? Hab's vergessen. Irgendwas wollte ich sagen. Hab's vergessen. Dieses Buch wird definitiv wieder gelesen vor dem nächsten Mitarbeitergespräch. Ja, auf jeden Fall. So muss das. Den habe ich erst zu spät gesehen. Ich könnte Eponas Lied. Oh, wie cool. Wie cool. Nee, so eine Zelda-Ocarina, es wäre schon cool. Gerade auch so als Zelda-Fan und blablabla. Und ich würde definitiv mir irgendwas darauf beibringen. Safe. Aber das Paket, also wow. Was für eine Überraschung. Ja, hätte ich ja gar nicht gerechnet. Oh toll.